Ja, guten Morgen. Wir haben wunderbar heute geschlafen. Ich habe sogar verschlafen. Eigentlich wollte ich schon viel zeitiger aufstehen und früh wieder raus. Ich hab verpennt, wir haben schon 9 Uhr. Ja, jetzt gehe ich heute mal eine andere Strecke hier morgens. Ich will mal gucken, da ist eine Tankstelle. Ob ich Brötchen kriege. Und gestern bin ich da drüben lang gelaufen. Da in den Weinbergen oben bin ich gelaufen. Das war auch sehr, sehr schön gewesen, wirklich. Aber heute, weil es schon so spät ist, gehe ich mal hier unten lang. So, kleiner Zwischenstopp. Und ich wollte euch mal zeigen, wie schön man hier sitzen kann und auch laufen kann. Direkt am Wasser. Und hier führt der Wanderweg entlang. Und das ist für mich besonders gut, aus dem einfachen Grund, weil hier keine Fahrradfahrer fahren dürfen auf diesem Weg. Und das ist für mich mit Dalton gut. Er ist ja immer Speedy Gonzales und ich muss ihn immer an der langen Leine lassen. Und wenn dann von hinten manchmal die Fahrradfahrer ankommen und die klingeln nicht, dann kann das schon mal zu brenzlichen Situationen führen. Und von daher ist das für mich hier ein völlig ein relaxtes Laufen und das ist natürlich sehr schön. Und da werden wir mal jetzt noch ein ganzes Stück weiter vorlaufen und auf dem Rückweg gucke ich mal, ob ich dann Brötchen kriege fürs Frühstück. Und das ist Michaels Traum. Mit dem Bootchen schön die Mosel entlang schippern oder auch natürlich andere Flüsse. Den würde er sich mal erfüllen. Er möchte gerne sein eigenes Boot haben und dann schön durch die Gegend schippern. Er findet das herrlich. Ich finde es auch schön. Ich fahre auch gerne Boot. Aber man ist halt mit dem Boot doch deutlich eingeschränkter, was die Reisen betrifft. Und deswegen würde ich noch auch gerne ein paar Wohnmobiltouren machen. Vielleicht kann man ja beides miteinander irgendwie verbinden. Wir werden sehen. Die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich überhaupt erstmal, dass wir gesund bleiben. Ne? Ist ganz klar. Michael ist jetzt auch schon über 60 und ne? Also wir müssen nicht drüber reden. Die Endlichkeit haben wir schon ein paar Mal kennengelernt. Und ja, muss man die Zeit irgendwie versuchen, so schön wie möglich sich zu machen und zu gestalten. Und das Leben einfach genießen. Ja, hier ist schon jetzt Trabach da drüben auf der anderen Seite. Also es ist wirklich nicht so sehr weit weg von dem Campingplatz hier, oder Stellplatz besser gesagt. Läuft sich wunderbar hier schön an der Mosel entlang mit den schönen Weiden und ist alles so schön angelegt auch. Also das ist echt herrlich. Ja, hier liegt, das ist so ein Kreuzfahrtschiff, so ein Flusskreuzfahrtschiff liegt hier. Ja, also unser Hund, der ist ja echt immer nicht tot zu kriegen. Ne? Der ist 15, Leute, überlegt euch das mal. Aber der hat eine Energie beim Gassi gehen, Wahnsinn. Also letztens sagte auch eine Frau, die wir getroffen haben, die hatte auch schon 2 ältere Hunde. Als sie ihn gesehen hat und ich habe ihnen das Alter gesagt, da hat sie gesagt, das ist ja Wahnsinn. Der ist ja noch so fit auch. Der hat nur leider die HD-Geschichte, ne? Also so eine Hüftgeschichte, wo die Gelenke nicht mehr so hundertprozentig drin sitzen. Und da kriegt er ja jeden Monat eine Spritze. Und die soll, also beziehungsweise die nimmt ihm die Schmerzen. Und deswegen kann er sich auch gut bewegen, was wiederum gut ist dann für die Muskulatur. Und die Spritze ist sehr, sehr teuer. Wir sind jetzt auch von der Versicherung hochgestuft worden. Aber er hat auch, seitdem er die Spritze kriegt, hat er halt auch Verdauungsprobleme. Ne? Wir haben jetzt also wirklich, ich koche jetzt selber für ihn, fahre in der Woche immer 2-mal einkaufen, um für ihn Fleisch zu holen und zu kochen. Kriegt das feinste Hähnchenbrustfilet. Und trotzdem ist es nicht hundertprozentig. Es ist ein bisschen besser jetzt, aber es ist nicht hundertprozentig. Aber da musst du halt mit dem geringeren Übel halt leben. So körperlich ist der noch total fit.
Das ist ein herrliches Wetter. Das ist ein so traumhaftes Wetter. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Boah, also das ist echt wirklich, wirklich schön im Moment. So, jetzt wollen wir uns nochmal ein bisschen hoch zu begeben. Heute ist zweiter Gassigang jetzt. Und jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen in die Weinberge. So, heute bin ich noch eine Etage höher. Fährt hier so ein Traktor hoch und der bestäubt. Ich weiß allerdings nicht, mit was. So, also jetzt habe ich den guten Mann mal gefragt. Ich habe ihn tatsächlich mal angehalten, aber der war ganz irritiert, weil ich hier mit der Kamera rumrannte und hat schon gedacht, irgendwelche Umweltleute, die hier vielleicht Kontrolle machen. Ja, ich habe ihn mal gefragt, was er so spritzt, weil er hat ja auch keinen Mundschutz auf. Aber er ist ausgekleidet da drinnen. Es ist alles zu und dicht in dem Raum. Und er sagte, ja, also wenn die Wetterlage es erlaubt, sind es biologische Mittel. Das ist halt gegen diesen Mehltau, damit die Beeren nicht kaputt gehen. Und wenn es ganz schlechtes Wetter ist, wenn es ganz hart kommt, was jetzt auch immer das heißt, das weiß ich nicht, dann müssen sie halt auch stärker rangehen. Aber wenn so ein Wetter ist wie jetzt, dann wird mit biologischen Mitteln gespritzt. Ja, war mal interessant. Wollte ich mal wissen. So, jetzt geht's hier zurück, runter zu es. Ich hoffe, ich krieg da unten nicht einen Anpfiff, weil ich hier mitten am der Weinberge runterlaufe und nicht die Straße. Ich weiß nicht. Aber das ist ja so ein Zwischenstück hier zwischen den Reben. Weil hier ist überall gerodet und hier ist ein Stück frei und deswegen habe ich mich mal getraut, hier bin ich gestern Morgen auch runtergelaufen, hier runter zu gehen. Bin mal gespannt, ob sie was sagen da unten. Also ich habe gerade gefragt, auf den Grasstücken darf man laufen. Also habe ich Glück gehabt, habe ich doch alles richtig gemacht. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, in Living in Trevils Kochstudio. So, ihr Lieben, heute habe ich mir mal ein Gericht ausgedacht, beziehungsweise nicht ausgedacht, sondern ich will das mal so ein bisschen nachkochen, und zwar aus dem Buch Omnia Urlaubsküche leicht gemacht. Viele kochen ja gerne mit dem Omnia. Ich habe noch gar nicht so viel mit Omnia gekocht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde das mal ausprobieren wollen. Das ist Schweineragout mit Oliven und Kräuter der Provence. So, so heißt das. Ich habe jetzt schon mal vorbereitet. Ich habe hier Schweinefleisch. Das habe ich jetzt in Knoblauch eingelegt schon. Und Olivenöl. Gesalzen habe ich es auch schon. So, jetzt mache ich noch Pfeffer rein. So, jetzt machen wir passierte Tomaten drüber. Und ich habe nur ein Päckchen. Aber was ich ja immer mit habe, ist Tomatenmark. Das mache ich jetzt einfach mit dazu. Tomaten brauchen ja immer sehr viel Salz. Und dann machen wir noch ein bisschen Wasser drüber. Jetzt nicht wundern, ich nehme hier Mineralwasser. Aber ich glaube, ich hatte es in irgendeinem Video schon mal gesagt, wir haben noch dieses diese Silberionen. Und da wird ja gemunkelt, dass das nicht so gut ist. Deswegen benutze ich dann also
ja, stilles Wasser sozusagen. Zähne putzen, das mache ich nicht. Das machen wir halt mit dem normalen Wasser. Aber alles, was so kochen ist, oder auch der Hund, der kriegt nur stilles Wasser. Und das nächste Mal, wenn wir dann nochmal einen Tank neu machen, dann machen wir was anderes. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Hat uns die Katja empfohlen. Von Nachtlichterfotografien. Und dann werden wir das mal probieren. So, jetzt kann ich natürlich nicht abschmecken. Ne? Klar, rohes Fleisch drin und so. So, genau. Genau deswegen habe ich mich umgezogen. Gott sei Dank habe ich was anderes angezogen. Das wäre es jetzt gewesen. Dann kommt noch ein Schluck Rotwein rein. Die schreiben, glaube ich, sogar mehr. Normal müsste ich das eigentlich jetzt so ziehen lassen, ne? Mal durchziehen lassen. Ich hab's. Also steht auch nicht dabei, dass man es muss, aber wäre eigentlich besser. Das nächste Mal dann. So, jetzt kommen noch Kräuter der Provence rein. Und dann kommt das Ganze jetzt in Omnia. Und dann soll das eine Dreiviertelstunde köcheln. Und dann schauen wir mal, ob das dann was wird. Dann machen wir mal das hier alles sauber, damit es nicht anbrennt. Manchmal geht unser Anzünder und manchmal geht er nicht. Ist auch sehr merkwürdig. So. Gut. Jetzt stelle ich mir den Timer auf eine Dreiviertelstunde. Davor wird noch Reis gekocht. Und dann schauen wir mal, ob es schmeckt. So schaut das Ganze aus. Einmal kurz probiert. Sehr gut. Was ich noch angemacht habe, ist ein bisschen Zucker, damit nicht so viel Säure drin ist in der Tomatensauce. Schmeckt sehr, sehr gut. So, nun muss der Mann nur noch nach Hause kommen morgen. Und dann habe ich vorgekocht für den Arm, der arbeiten muss. Ist gut. Na, kost noch mal. Man muss mal 2 Löffel essen. Warum? Wenn es nicht schmeckt, dann sage ich das gleich. Oh, halt. Kann man es essen? Ist im Omnia gemacht. Na gut, dann werde ich jetzt auch mal essen. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, wieder zu Hause. Ja, also, ich muss noch mal was zu unserer Moseltour ein bisschen sagen. Die hat leider ein sehr abruptes Ende genommen. Warum? Weil ich bin krank geworden. Ich habe mir ein Magen-Darm-Virus eingefangen und das war, das kann ich euch sagen, nicht wirklich lustig. Am Samstagabend fing es an, also ich fühlte mich also immer schlechter und Michael hat mir dann Medikamente spätabends geholt und die machen halt sehr müde und somit habe ich dann den nächsten Tag im Bett verbracht und immer im Wechsel, Bad, Bett, Bad, Bett und es ist natürlich total, also das ist eklig, also mit einer Campingtoilette, egal ob das die Tedward oder jetzt die Trockentrenntoilette ist, also ein Magen-Darm-Virus auszutragen. Also das war eine echte Belastung, das muss ich wirklich sagen. Das war einfach scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war echt schrecklich. Ich wollte eigentlich dann
nur nach Hause. Ich wollte eine Toilette, ich wollte eine richtige Dusche und ich wollte irgendwie im Bett und ich wollte eigentlich heim. Und das Schlimme war, am Montagmorgen offenbarte mir mein Mann, dass er auch noch einen Tag länger bleibt, weil er noch einen Dienst reingeschoben bekommen hat. Und das hieß für mich, dass ich alleine nach Hause fahren muss, 750 Kilometer, und ich war ja noch gar nicht gesund. Ich war ja noch krank. Aber ich hatte jetzt am Wochenende einen Termin und den konnte ich nicht absagen. Das war nicht möglich gewesen. Sonst hätte ich wieder monatelang auf so einen Termin warten müssen. Also hieß es für mich am Montagmorgen, ich war auch ziemlich aufgebracht gewesen. Ich war schon sauer auch, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich alleine nach Hause fahren musste und hatte dann auch etwas Adrenalin in mir und habe dann die Sachen gepackt und geduscht und hatte ja noch Tabletten in mir gehabt. Also es waren ja noch alle nicht gar nicht raus. Und da war alles noch so ein bisschen lahmgelegt und bin dann losgefahren und habe gedacht, naja, dann versuchst du bis Eisenach an der Werra, den Stellplatz, wo ich schon ein paar Mal war. Und dann war das aber so angenehm zu fahren. Ich hatte wirklich keinen Stau, weil keine LKWs waren. Es war ja Pfingstmontag. Bin gut durchgekommen und habe mich dann noch halbwegs fit gefühlt. Und dann habe ich gedacht, komm, fährst noch ein Stück. Na, und so ging das immer weiter. Ab Chemnitz ging es mir dann wieder schlechter. Aber dann war ich 200 Kilometer vor zu Hause. Und dann habe ich gedacht, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Ich wollte dann einfach nur noch heim. Ich wollte nach Hause. Und ich habe das dann geschafft, aber so kurz bevor ich dann hier in Cottbus angekommen bin, auf der Autobahn, habe ich echt mal eine Runde geheult, weil ich so fertig war und so erleichtert war, dass ich das geschafft habe, dass ich diese 750 Kilometer am Stück gefahren bin, obwohl ich nicht so fit war. Und da war ich echt froh. Ich habe mich dann einfach nur gefreut, zu Hause zu sein. Also das war dann, irgendwie kam dann alles raus. Also naja, und dann war ich zu Hause und dann konnte ich mich so ein bisschen regenerieren. Heute geht Peppino in die Werkstatt, also Michael bringt ihn nachher nach Übigau und dort geht er zum Service und noch so ein paar Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Ist ja die letzte Garantie-Durchsicht jetzt und dann ist Feierabend mit Garantie. Wir haben noch so ein paar ganz kleine Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Im Bad gehen zum Beispiel die Magnetstreifen ab, wo die Türen dran halten, aber das wird immer passieren, da muss man mal gucken, dass man da irgendwie ja uns was einfallen lassen. Ansonsten ist ja nichts Großes. Also ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart wieder. Ich hoffe, dass ich mit dem ein oder anderen Rezept euch auch Freude machen konnte. So viel war ja auch nicht immer zu sehen an der Mosel. Aber ja, ich koche ja auch recht gerne und man hat mir öfters geschrieben, ich soll doch mal so ein paar Kochvideos machen. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen und ihr könnt da was mitnehmen. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen. Und sage bis dann tschüss. Also, macht's gut. Tschüssi.